Jetzt laufen wir. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fürnüsse mit Klaus. Scheiße. Ich sag sonst immer mit deinem Namen zuerst. Ja, nur sie wissen schon. Und viel Schaf. Und Dirk. Ja, das sage ich sonst mal zuerst mit Dirk und Klaus. Entschuldige dich. Ich entschuldige mich, Dirk. Wenn wir hier Podcast-Bingo spielen, also mit der Bingo-Karte, mit den Sachen, die hier im Podcast häufiger passieren, was wäre da auf jeden Fall drauf? Du hast schon ein paar Mal gegessen. Ich habe schon ein paar Mal gegessen, weil ich nicht gegessen habe vor der Show. Ich fange immer an mit so einem wow, wow, weil ich mich nicht höre. Ja, das ist gut. Ich bin verkatert. Und eigentlich das hatten wir aber erst zwei, drei Mal. Ja, naja, aber so. Also. Und eine dritte Sache ist natürlich, deswegen tut es mir leid, das Knistern eines Eiweißriegels, sehen wir jetzt live in der Show. Also, ein guter Eiweißriegel, wie viel Prozent braucht er denn? Ab 40 aufwärts, würde ich sagen. Ab 40 aufwärts ist gut. Und definitiv zu viel sind 61%, deswegen hier einen schönen 60er. Ich entschuldige uns auch wieder bei beiden, oder ich entschuldige mich für uns, bei beiden Zuhörern, bezüglich des der gleich einsetzenden S-Laute. Dirk schaut auch schon ein bisschen zweifelnd drauf den. Aber das ist gut, es ist Erdnusskaramell und da ist ein starker, gezeichneter Mann, der sieht so ein bisschen aus wie aus einem Leni Riefenstahl-Film drauf. Das Geile ist ja auch, als wir angefangen haben mit, also vielen Dank erstmal für diesen. Gerne. Warst du in so einem Pumpershop in Charlottenburg genommen? Nee, ich war bei Decathlon. Ich hatte bei Decathlon irgendwas geholt. Da gibt es sogar hier so eine Anleitung, wie man den isst. Oder? Also nicht am Stück. Nicht boofen. Was ist denn jetzt boofen? Das wissen wir immer noch nicht. Ein Trinkspiel. Trinkspiel, genau. Mal den Anfang. Der ist richtig massig für seine Größe. Der Gag. That's what she said. Der kommt jetzt nicht bei jedem an, vielleicht, weil ich den vorher schon vorweggenommen habe, beziehungsweise die Vorlage war ja, dass ich eben zu Klaus meinte, mir wird bestimmt schlecht, weil ich einen Skyr-Drink mitgebracht habe und ich hatte vorher einen Eiweißshake und schon einen Eiweißriegel. Siehst du, und außer dir wird bestimmt schlecht, dir wird auf jeden Fall schlecht. Aber hier sind 4 Gramm BCAAs. Die ich, wie ich gelernt habe, ja nur einen Peak, ein Schiss auf dem ganzen Trainingserfolg ausmachen. Ah. Aber gerade ist es so gehypt und jeder pumpt sich BCAAs rein, um halt die letzte Spitze der Muskel. Wie wir Kraft zum Beispiel. Und L-Glutamine, was ist das? Da habe ich noch nicht gehört. Ich glaube, es heißt L-Glutamine. Ah, und das sind. Oder das ist Spanisch für Glutamine. Was ist denn das jetzt? Ja, Spanisch für Glutamine. L-Glutamine. Ah, not a gag. Ich meine, sonst haben wir, was ist noch drin, was, L-Carnitin, das ist, glaube ich, in den anderen Dingern Zink drin. Zink ist auch drin. Zink, das ist dann ganz wahrscheinlich zur Wundheilung bei den kleinen Faserrissen ganz gut. Mhm. Im Magen und Mundraum. Oh, das ist ja noch gar nicht beschrieben, Alter, so eine Konsistenz. Als ob man in einen Backstein beißt. Also echt die Rückführung dessen, was wir jetzt erfahren haben, wie es gehen kann. Ja. Und ich glaube, so haben wir angefangen damals. Bloß da waren damals 20% drin. Jetzt sind sie, Alter, finde. Als ob man einen Energieriegel auf dem Fensterbrett hat liegen lassen. Das ist ja gesalzene Erdnusskaramell. Der Geschmack ist irritierend, aber nicht schlecht. Ja, die Konsistenz ist. Ich habe noch einen anderen gekauft, der hat 40. Der ist kaum essbar. Okay, gerade die Grenze. Aber der hat so einen Riesenblock. Und ich dachte, der wäre ein bisschen fluffiger, weil der so groß ist. Du hast den gleichen? Ja, den gleichen jetzt, ja. Ich glaube, die gab es auch nur in der, in Anführungszeichen, Geschmacksrichtung. Mein Gehirn ist voll irritiert. Weil du immer so einen Schwung Süße kriegst, dann schluckst du es runter und willst nochmal über auf der Zunge zergehen lassen und dann kriegst du mal so einen Salzgeschmack. Also das ist ja nicht das Erlebnis, was du beim Snickers quasi kriegst. Mhm. Was hast du denn bei Decathlon gemacht? Hast du noch einen Punching Ball geholt? Ja, ich habe tatsächlich immer nur mit nackten Händen draufschlagen, geht dann doch ein bisschen auf die Haut an den Händen. Dann haben wir so Boxer-Tape geholt. Mhm. Dass ich, weil die Mullbinden sind doch ein bisschen anstrengend. Mhm. Ja. Gestern hatte ich noch überlegt, noch so ein Kreideball fürs Klettern. Das ist gerade Dirks Vorhaut, die er am Mikrofon, wenn er nach dem Mikrofon spielt. Ganz deutliches Matschen. Gut gegen Phimose. Oh. Weißt du, was richtig geil ist gegen Muskelermüdung, beziehungsweise gegen einen Muskelkater, der dann kommen kann? Also ich habe es echt danach mir nochmal eingelesen, weil ich war so überrascht. Ich durfte die Woche beim guten Freund, der ein Hotel hier in Berlin hat, in seinem Fitnessbereich da trainieren.
Und das habe ich natürlich richtig ausgereizt und danach dann direkt in die Sauna, ohne zu wissen, ob das gut oder schlecht ist. Ich war halt nur voll im Arsch. Und dann habe ich gelesen, dass die Hyperthermie, die da stattfindet, die Erhöhung des ganzen Körpers um ungefähr bei einer klassischen finnischen Sauna von 2 Grad. Ich glaube jetzt übrigens, ich überspringe das. Ich trinke doch Wasser dazu, sonst kotze ich hier ins Mikrofon. Entschuldigung. Ja. Und die Haut nimmt dann so die ungefähr so 42 Grad an. Ja, und es regt total den Stoffwechsel an. Und ich dachte ja, das könnte auch ein bisschen kontraproduktiv sein. Aber es führt dazu, dass halt alle Nährstoffe enorm schnell transportiert werden. Okay. Und dann halt die Muskelphase Anrisse als auch Muskelrisse viel schneller regeneriert wird, also wieder alles geflickt wird. Und das halt dann bei Leistungssportlern, die haben so einen bestimmten Trainingsplan, bla bla, mit Massageeinheiten sowas. Und die haben wohl fest mittlerweile halt auch Saunagänge. Die sollten bloß dann nicht übertrieben werden. Also wie alles ist immer so Mittelweg wichtig. Da stand es halt auch drin, nicht übertreiben, nicht glauben, wenn du länger, dann hast du irgendwie mehr Erfolg, sondern kannst dich halt dann schon körperlich echt abschießen. Und also vor allem die Dehydrierung ist dann. Genau. Wichtig ist dann halt auch, dass du vorher während des Trainings ganz normal halt dann trinkst, bloß beim Saunieren dann nicht trinkst. So. Weil sonst kriegst du halt auch den positiven Effekt der Entschlackung halt nicht hin, sondern dann arbeitet der Körper halt immer mit der neuen Flüssigkeit, die er hat, nochmal und schießt dann halt immer dagegen. Und das ist halt zur Regeneration danach total gut, wenn du dann halt anfängst zu trinken und nicht Alkohol. Das wäre auch ein bisschen blöd. Ja, nicht mit einem schönen Bier in die Sauna. Ja, aber es war halt echt total überraschend, weil wenn ich überlege, wenn wir hier mit Glöckchen trainieren und nächsten Tag uns dann beschreiben, wie die Brust und der Rücken und sonst was. Ja. Und ungefähr so war das Training halt auch. Habe ich kurz danach schon gemerkt, wo ich dachte, oh mein Gott, als ich dann da lag, ist richtig, wie du halt dann einfach merkst, wie alles sofort Butter wird, obwohl es kurz vorher halt echt geschwollen war wie... Dirk beschreibt gerade einen Penis beim Geschlechtsverkehr. Nein, ich wollte Peter. Achso. Schönen Gruß an Peter. Schönen Gruß an Peter. Falls ihr... Gott, jetzt bin ich fast gestorben am letzten Bissen. Genau. Das wäre ärgerlich. Man fängt nicht an, sich zu verschlucken und wird blau und winkt nochmal kurz zu Dirk, sondern man ist sofort tot. Das ist das Dumme bei dem Eiweißriegel. Ja, das ist, wenn Eiweiß in die Luftröhre gerät, weiß man ja medizinisch heutzutage. Die Wissenschaft ist das eines der größten Risiken beim Bodybuilding. Ja. Eiweiß in den falschen Hals kriegen. Und sonst, wie war es für dich jetzt? Du hast ja eine aufregende Woche halt. Für alle Leute, die Konsonanten brauchen, um die deutsche Sprache zu verstehen, ich habe eine aufregende Woche gehabt. Wurzeln angerückt. Du bist auch vergrößt. Dirk ist voll auf Protein hoch. Das ist das BCAA. Alter, wie richtig den Kopf. Ja. Ich war ein schmieriger Moderator und heute habe ich einen Workshop gegeben. Wann? Ach, du darfst ja nicht drüber reden, ne? Wegen Inhalte und sowas. Ja, über den, das ja genau, also über den Film können wir off-air reden, wenn die Mikros aus sind. Ja. Und ansonsten der Workshop war ja, entspannt. Weil es erwachsen ist, war ein Schauspielschüler und den habe ich halt so eine Kampfchoreografie für die Kamera. Ah, und sie hat ja irgendwie im Kopf, dass es wieder irgendwas mit Kindern war. Nee, nein, das war ich dachte es mir aber echt. Wie erwachsen ist denn erwachsen? Immer noch Kinder. 20. Und einer von denen ist professioneller MMA-Kämpfer. Hat der denn nicht manchmal so gedacht, nein? Ja, bei dem war halt die Sache, dem muss man eher zeigen, die Sachen ein bisschen mehr anzukündigen. Und ja, weil der dachte von wegen, ist ja blöd, dann sieht er ja, dass ich ihn gleich rausnehme. Aber der kann das halt dann easy umsetzen. Ja, wenn's dann einfacher. Wahrscheinlich, was auch ganz geil ist, ist, wenn der geschlagen wird, der kann super fallen. Mhm. Also ja. Der ist jetzt von wegen, wie mache ich das? Soll ich mich theatermäßig nach rechts abrollen? Oder? Wir hatten keine Matten, also fallen war sowieso nicht. Okay. Aber der konnte es halt so ein bisschen dann machen. Mm. Oh Gott. Oh, hast du Gür dagegen? Nee, danke. Ich habe den guten Geschmack Erdbeere, Granatapfel. Oder wie Klaus sagt, rot. No. Ist gar nicht rot. Aber die Packung, so ein generisches Rot. Einfach rote Packung immer was so. Was ist denn generisches Rot? Naja, so Erdbeer irgendwas. Künstliche Erdbeere. Erdbeere, irgendwas ist halt dicht an Granate dran. Okay, so. Klaus ist jetzt auch fertig. Dann haben wir 10 Minuten mit einem Eiweißriegel hier rumgebracht. Zum Glück werden wir pro Stunde bezahlt. Das stimmt. Von der Podcast-Fabrik, in der wir arbeiten. So. Schönen Gruß an unsere ganzen Mitarbeiter, die jetzt jede Woche immer und immer wieder so schön herrichten. Also ihr macht das echt klasse. Auch dieses Buffet. Ja, Diana von Human Resources und Ian aus dem Buchhaltungsdepartment. Dieser pürierte Hummer-Dip. Ja. Mit Eiweiß. Für alle, die jetzt überraschenderweise immer noch in der Folge drin sind. Normalerweise bringt einer von uns eine Frage mit. Mhm. Und ja, dann reden wir über die Frage.
die Folge lang. Und meistens fangen wir nicht mit dem Eiweißriegel an, aber es kommt vor. Naja, Dirk ist dieses Mal dran gewesen mit der Frage, hoffe ich, weil ich nichts vorbereitet habe. Ja, cool. Aber ich habe eine Frage zum Glück herausgepuppelt, über die man ganz leicht quatschen kann, die ich schon öfter im Kopf hatte und immer wieder vergessen habe. Weil ich glaube, weil du irgendwann mal was Ähnliches angesprochen hast, sag ich dir, scheiße. Okay. Und dann hat sich das Ganze entwickelt, dachte ich, eigentlich hätte man schon darüber reden können. Naja. Ich kann es mal kurz fassen, und zwar, was läuft denn gerade bei uns auf Netflix, respektive Amazon Prime Video? Ich halte das hier fest. Also wirklich, Dirk hält sich gerade an seinem Mikrofonständer fest, wie der Gast in so einer durchzechten Nacht mit letzter Kraft an der Zapfanlage sich irgendwie in die Vertikale greift. Für ein guter Gast, der in einer Karaoke-Bar jetzt das letzte Lied singen darf. Ja, und hat sich ausgesucht. I paid my final curtain. Wie heißt denn der Song? Von Frank Sinatra? My Way, genau, hat sich My Way in der Version von den Sex Pistols. Die da geht? Oh, genauso, nur halt furchtbar. Stell dir vor, alle Instrumente werden vergewaltigt. Es gibt übrigens Alternate My Way! Ah, das habe ich schon mal gehört. Okay. Witzigerweise, die beste Version davon ist die aus dem Film, in dem Gary Oldman Sid Vicious spielt. Und Gary Oldman singt, das macht das deutlich besser als Sid Vicious. Aus welchem Film? Aus dem Sex Pistols Film. Es gibt irgendeine Sex Pistols. Sex Pistols Biopic. Reagiert alles bei mir mal. Jetzt bestimmt auch auf Netflix oder Amazon Prime. Mörderüberleiter. Tschinga! Was gerade letzte Woche bei mir lief, war BoJack Horseman, die fünfte BoJack Staffel. BoJack Horseman. Ja. Beziehungsweise Philbert. Philbert ist die Serie, die in der fünften Staffel spielt. Also, wo er diesen coolen Kopf spielt, in dem. Seine Klamotten finde ich ganz gut. Hat er seine Frau umgebracht? Hat er seine Frau nicht umgebracht? Wer weiß es? Du bist der Autor, du solltest das wissen. Philbert. Hast du das schon mitgekriegt, wo die Autoren gestreikt haben und nichts mehr wissen und alles stillsteht? Ja, ich hab die Staffel durchgesehen, ja. Ah, okay, und jetzt dann ist ja diese Szene da mit dem U-Boot, wo dann plötzlich junge Frau und er so. Genau, und so. Ja. Küssi, was? Mach einfach. Serie wird auch. Hast du die Staffel schon durchgesehen? Nein. Also Spoiler für alle Sachen, über die wir jetzt reden. BoJack Horseman ist eine Serie über ein Pferd, das früher in einer Sitcom Star war und jetzt führt er so ein abgefucktes Leben. Halb Pferd, halb Mann. Ja. Wie alle Tiere sind, oder nicht alle Tiere, aber die meisten Tiere sind halt so halb Tier, halb. Das ist ja selbst im Mensch, im Trailer oder im Tiere. Jingle oder im Lied wird es ja gesungen. Ja. BoJack the Horseman. Und in der fünften Staffel spielt er die Hauptrolle in so einer Krimiserie, die produziert wird für die Webseite whattimeisitrightnow.com. auf die man gehen kann und die zeigt einem dann, welche Zeit es ist. Und es gibt eine tolle Folge zum Ende der Staffel hin. Das ist meine absolute Lieblingsfolge, wenn BoJack, weil er so auf Pillen ist, nicht mehr auseinanderkriegt, was in der Serie und was in seinem echten Leben passiert. Und er spinnt sich so eine paranoide Fantasie und die ganze Serie, es gibt so ein paar Sachen, die werden immer am Rand erwähnt, die werden erst später wichtiger. Und am Anfang ist es noch so ein netter Gag, dass die Wohnung von oder das Haus von Philbert, der Figur, die er spielt, genauso eingerichtet ist wie sein eigenes Haus. Und in der Folge, in der die Realität nicht mehr von der Serie unterscheiden kann, wird es halt plötzlich super wichtig, weil es halt immer zwischen den Szenen hin und her springt und er, also weder wir als Zuschauer noch er als Figur, wissen, wo er sich da gerade genau befindet. Aber das ist ja öfter so, dass man eigentlich so dicht an ihm dran ist, also dass auch mitgespielt wird, dass man nicht weiß, das ist ein trauriges Bild. Mhm. Dass man nicht weiß. Das ist das Coverfoto für unsere Folge. Ob man jetzt mit ihm halt nüchtern oder betrunken ist oder in Fantasie oder nicht oder so. Ja, aber in der Folge wird es richtig auf die Spitze getrieben. Das ist richtig unheimlich teilweise. Okay. Es fängt auch mit dem nicht mit dem Intro von BoJack Horseman an, sondern mit dem Intro von Philbert. Aber das Intro von Philbert ist vorher doch noch nie gezeigt. Genau, aber man sieht es dann halt nur da und es ist halt auch so ein typisches Serienintro für so eine Streaming-Krimiserie. Mega abgefahren. Also super Serie, BoJack Horseman. Ich bin, glaube ich, ein größerer Fan als du. Ich war ja ein totaler Fan und komme sehr schwer in diese Folge rein, weil ich mag halt die Hauptfigur total gerne und ich finde es halt schwierig, wenn halt mehrere Staffeln dann passieren und es sich dann so ausweitet. Ich glaube, du als Filmwissenschaftler wirst sagen, das ist wahrscheinlich klassisch und so macht man es, dass man sich dann halt auch ein bisschen mehr um die Nebenfiguren oder sind es auch Hauptfiguren kümmern. Viele, viele Serien machen es, Und das finde ich halt so ein bisschen ermüdend. So. Also ihn finde ich halt total vollkommen okay. Also klar, den Monolog, den fand ich so ein bisschen... Den ich zum Beispiel super fand, aber...
Ja, ja. Den fand ich halt so, fand ich jetzt nicht voll kacke, aber es war relativ schnell klar, wo das hinführt, und zwar, dass es ein Monolog bleibt. So. Mhm. Und ich finde, das ist ja die Haupt, der Hauptgag quasi des Ganzen erstmal so. Und ja, also wenn der durch ist, dann ist der durch, dann ist es halt nur der Inhalt, aber die, aber das, was passieren wird, also da gibt es dann keine Überraschung mehr. So. Mhm. Also ich meine, das Ende vielleicht, aber naja, aber ja, sonst. Ich glaube, es ist halt auch mal, oft sind es ja Stimmungssachen, das ist halt echt, ja. Also ich meine, wie viele Sachen packst du dir auf die Liste? Das ist ja halt auch die Sache, habe ich gestern mal geguckt. Ja, meine Liste wird voller und voller. Vor allem, Netflix nimmt die Sachen ja auch nicht runter, wenn man sie gesehen hat von der Liste. Nee. Ich glaube nicht. Also ich dachte bei mir, also bei Serien ist es so natürlich, wenn du sie komplett durchschaust und auch nicht sagst, ach, das kenne ich schon. Ich dachte, da sind schon Sachen verschwunden. Also auf jeden Fall bei mit deinem Profil weitersehen, verschwindet bei mir immer das, zum Beispiel, wenn ich eine Serie gucke, von der es noch keine neuen Folgen gibt, dann wird die nicht mehr angezeigt. So, dann verschwindet das erstmal. Und wenn es eine neue Folge wieder gibt, dann wird es wieder angezeigt vorne. So, und das ist halt ganz praktisch, finde ich. Mhm. Und was ich lustig finde, was ich glaube ich gestern erst mitgekriegt habe, dass Amazon Prime Video jetzt erst die Funktion übernommen hat, bei Serien das Intro zu überspringen. Was ja, also standardmäßig bei Netflix, was halt bei so einem Serien-Binge-Marathon halt dann irgendwann echt schwierig ist. Ich mache es tatsächlich aber nicht. Also ich überspringe es nicht. Du schaust ja jedes Mal mir gnadenlos. Gnadenlos. Nee. Ja. Also weil ich dann, manchmal finde ich halt auch die Musik so schön, sowas, das macht mir dann kaputt. Also zum Beispiel BoJack Horseman fand ich halt, die erste Staffel fand ich halt das Intro total geil und lustig. Das mir öfter reingezogen und irgendwann gesagt, okay, jetzt langsam Stopp. Es ist jetzt in den Credits aber nicht mehr. In den Credits ist jetzt immer ein anderer Song. Oh. Das war eine Zeit lang, war gespielt ist auch immer in den Credits und es ist entweder jetzt, also größtenteils, ich glaube, da gibt es ein paar Folgen, wo es doch noch vorkommt, aber größtenteils ist es entweder eine Coverversion oder irgendwas ganz anderes. Okay. Aber ich verstehe es schon. Es gibt einfach so ein paar, ich mag halt Intro-Musik teilweise so gerne, auch von Brooklyn Nine-Nine. Und es ist auch, also Brooklyn Nine-Nine ist ja auch eine Fernsehserie. Das ist auch zur letzten Staffel zumindest. Nee, jetzt ja. Also jetzt Netflix, die wurde im Fernsehen abgesetzt. Achso, ja, es ist auf Netflix. Ja. Also Netflix hat sie jetzt gekauft und Netflix produziert sie auch jetzt, genau. Okay. Und davor war es eine Fernsehserie für ABC oder so. Wurde abgesetzt und bei Fernsehserien, die normal im Fernsehen laufen, ist das Intro in der Regel ja kürzer. Weil es halt eine Chance ist, abzuschalten für die Zuschauer. Ja. Und im Streaming ist es ja einfach egal. Also entweder Leute überspringen es oder du bleibst sowieso dran oder holst dir einen Tee oder einen Schnaps oder so in der Zeit, in der das Intro läuft. Ja. Ich finde es aber auch von den Serien, also ich finde es immer ganz angenehm, eigentlich das noch kurz zu sehen. Dann hat man noch kurz Zeit, ein bisschen rumzugehen, ein bisschen was zu machen, bevor die nächste Folge anfängt. Also ich mag es auch bei so einem Binge-Marathon eigentlich ganz gerne. Ja. Was ich jetzt gestern angefangen habe, wo du ja gesagt hast, ich habe es dann trotzdem probiert. Jetzt fällt mir schon wieder was anderes ein. Ganz kurz nur, ich habe, weil wir letztens drüber geredet haben. Ist jetzt das andere oder das? Ist das andere. So, okay. Ganz kurz, weil wir letztens drüber geredet haben, ich habe The Purge angefangen. Ah, ja. Und das ist genau so, wie ich es erwartet habe. Ja. Es ist halt echt nicht wirklich gut und es ist halt maximal gewalttätig. Hm. Und das ist halt echt, also allein, also klar, das Lustige ist, das war ja auch das Erste, was mir in Gedanken kam, von wegen, wie schütze ich mich, wie komme ich da weg aus der Stadt, weil ich erstmal komplett von negativ ausgehe. Und The Purge ist halt auch, alle werden zu Teufeln und Monster. Mhm. So, und manche haben dann halt so einen leicht moralischen, manche werden dann halt so übermoralisch, von wegen so selbstjustizmäßig so, also wenn jemand, weiß nicht, irgendwo einbricht, dann darf ich den ja erschießen, am liebsten halt überfahren, weil da muss ich nicht aussteigen, das ist immer ganz leicht. Alle haben halt Knarren, alle lagen sich spaßeshalber rum und ballern halt alles tot. Also ist echt, das ist sehr, sehr schwer zu ertragen. Okay, Verbesserung für The Purge? Also meine Idee war so zum Beispiel, dass du halt auch so Leute hast, die halt jetzt ganz klar halt irgendwie wegen ihres guten Intentionen halt irgendwie festgehalten werden. So zum Beispiel Tiere befreien, Zoo aufmachen, so ein Zeug, irgendwelche Pharmakonzerne platt, solche Dinge. Passiert ja nicht. Da sind halt einfach nur Aber tatsächlich, die sind auch vom Purge ausgenommen. Also es gibt Sachen, die sind vom Purge ausgenommen. Hohe Regierungsangestellte und so. Okay, das war da jetzt noch nicht. Weiß ich aus den Filmen, wo ich ein bisschen mitbekommen habe. Aber Verbesserungen für den Purge. Das einzige Verbrechen, was legal ist, ist, Leuten richtig in die Hoden zu treten. Das heißt, alle Frauen sind geschützt. Ja. Aber jeder ist auf der Straße, ist freiwillig. Das ist wie so ein Hase- und Jäger-Spiel. Nee, das ist so wie alle gegen die Männer.
Ja. Gibt es wahrscheinlich so einen so Hardcore-Feminismus, wo du jetzt endlich mal einen Daumen hoch kriegst. Nee, das, also wenn, dann sollen sich alle zwischen die Beine treten können. Na gut, ja, okay. Weil spätestens seit Krav Maga weiß man halt... Jeder darf sich inzwischen die Beine treten. Jeder muss einen Tiefschutz tragen, weil der eine oder andere weibliche Kollege hat mir mal erzählt, Alter, Finne, du gehst auch voll in die Knie, wenn du halt zwischen die Beine ohne Hoden getreten bekommst. Ja. Ja, jedenfalls, das ist halt super schwierig. Also ganz, also es passt halt total amerikanisch. Ich könnte mir vorstellen, dass sie denken, ja, genau, bla. Aber es ist teilweise so viel Gewalt und so wenig Entwicklung in der Handlung, dass du sagst, ich kann es nicht ertragen. Also ich habe echt, das erste war ich richtig fertig und dann habe ich gedacht, 2-3 Folgen reichen auch, weil du also weißt, wo es hingeht. So der ein oder andere probiert da irgendwas durch, ist in so einem komplett perversen, also auch die High Society ist dann halt auch natürlich total pervers. Und, ja, das dafür ist es ja eher so die Metapher, also für den Neoliberalismus und die, die am meisten unter dem Purge leiden, sind halt die Armen, die dem ausgesetzt sind. Alle anderen suchen sich halt irgendeinen elitären Ort, an dem sie sich versammeln und mehr oder weniger geschützt sind. Genau, geschützt sind. Und da war halt auch pervers halt. Ja, genau. In den Filmen kommt es auch, da kommt es teilweise noch sehr viel deutlicher vor, dass es auch wirklich so eine Elite gibt, die das irgendwie anführt, die irgendwie, was nennen, The New Founding Fathers. Nein, da gibt es halt auch eine Elite, die halt dann irgendwie das da zelebriert und feiert und dann halt immer so, ich mal so einen Normalsterblichen nimmt, den sie da halt auseinandernehmen, weil es ja erlaubt. Ja, ich meine, das ist halt aber, also es ist eine sehr unverhohlene Metapher für das Wirtschaftssystem, also vor allem in den USA und die Zuspitzung, dass die Reichen machen, was sie wollen und davon profitieren und die, die halt unter der Härte des Systems leiden, sind halt die Armen, die sich nicht schützen können, die halt auf die Straße müssen. Aber da halt das zu wenig thematisiert wird, sondern es halt einfach nur so bestialisch Man muss sich einfach ein bisschen davon distanzieren, von dem Film, um das reinlesen zu können auch. Ja, also es gibt da so wenig Basis, um dann zu sagen, ein gut kritischer Ansatz, um jetzt mal Diskussion zu führen, sondern es ist einfach nur, perverse Fantasie mal ausleben, um zu zeigen, guck mal, wo ist denn die Grenze? Und das ist ja halt auch eher amerikanischer Horror, geht ja so schnell in den Splatter. So, wo du denkst, das ist ja auch, was soll denn das? Also es muss immer irgendwas zerrissen, geplatzt und sehen, wie da, also, und das ist halt alles nicht wichtig. Also du weißt halt von wegen, okay, es ist schlimm, verstehe, aber ich muss das nicht 27 Mal in einer Folge sehen, so. Es ist auch, also... Das hebt dann halt auch nicht die Stimmung und die Story geht halt auch nicht weiter. So. Also du weißt, wenn jemand irgendwo hinfährt und jemand sucht, weißt du, auf dem Weg dahin wird er 20 Mal angehalten, weil da jemand ihn... Und das ist halt so, du denkst, und das habe ich jetzt geschnallt. Und das ist so... Ich bin ja eh nicht so ein Riesenfan von Amazon Prime-Serien und The Purge ist halt auch... Also ja, die Intention... Nee, aber die auch auf Prime läuft. Ich glaube, von AMC ist die. Also dem Network, das Walking Dead und Breaking Bad macht. Ich habe es mir auch bewusst nicht angesehen. Ich habe von den Filmen auch immer nur Teile gesehen. Und ich glaube, der erste ist ganz gut, aber der Rest ist halt, er hatte nur noch sehr billiger Nervenkitzel. Die Rick and Morty-Folge ist ganz gut. Aber, okay, sorry. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe jetzt Jack Ryan angefangen. Ah. Und das finde ich, also es ist definitiv so, dass das eine interessante Story ist, weil es halt auch so einen europäischen Touch hat, weil das halt relativ schnell nicht in Amerika bleibt, sondern halt dann in auch Syrien und Frankreich, sprich Paris und sowas und dann halt auch einfach dicht zeitgeschehene Sachen zusammengenommen werden, halt IS und Splittergruppen und sowas und das Netzwerk und wie die kommunizieren miteinander und wie die Gelder halt auch also für sich dann halt irgendwie generieren können, um dann halt die Wege, die sie gehen, halt zu finanzieren. Und dann ist halt auch die Hauptfigur, wie heißt du nochmal aus The Office? John Krasinski, genau. Und das ist halt auch wahrscheinlich auch, weil ich die, also das ist halt so krass, weil er halt, The Office war ja 10 Jahre lang. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen wie der Stromberg-Effekt, dass er halt da so viel gezeigt hat, weil er verschiedene Situationen schon hatte, dass er in anderen Sachen, wenn jetzt kurz zu sehen ist, du erstmal sehr viel von seiner The Office. Ich habe ja The Office nicht gesehen. Ja. Ich habe ja irgendwie Stromberg gesehen, The Office, also das Original UK, was ja glaube ich nur 2 Staffeln oder 3 Staffeln sind. Und dann habe ich US gesehen, was halt glaube ich 9 oder 10 Staffeln sind. Und das halt auch, also weil das halt echt so gut geschrieben ist, also die ersten beiden Staffeln wurden ja 1:1 aus dem Britischen übernommen, also da haben die auch hat ja auch keiner was geschrieben, was umgeschrieben, generell finde ich das eine unheimlich schöne Serie, weil es halt einfach so alltägliche Probleme zeigt und dann immer so ein bisschen übertriebene... John Krasinski spielt da die Martin Freeman-Figur, oder? Genau, okay. Ja.
Und der spielt ja halt immer so den Lieben, sonst was. Daher kam mir halt auch einfach dieser Gag bei, wo war das letztens, bei Conan? Oder nee, bei Stephen Colbert. Stephen Colbert, genau. Dass er sagt, du bist immer dieser süße, knuddelige, sowas. Der auch ganz schön aufgepumpt ist. Ja, ja, also, genau. Und der ist ja auch riesig. Ja, ja. Da weißt du halt auch, wie viel der machen musste, um dann halt, also, der hat sich nicht konzentriert auf die Arme, dass man denkt, was für ein Stier, aber der hat halt einen riesen Brustmuskel da trainiert und halt auch, ja, dann halt einen riesen Rücken sich dazu zurechtgeschraubt. Übrigens auch, der schreibt auch selber Filme. Ja, genau. Der hat ja A Quiet Place, den ich noch nicht gesehen habe. Den soll ich auch mega sehen. Gut sein. Wo seine Frau in Hauptrolle das erste Mal, wo auch Regie geführt hat und das Ding geschrieben hat. Und das kam halt so gut an und er ist halt auch so dankbar, das ist so krass. Und allein der Trailer so, ist, also das ist halt einfach dieses, weil da halt auch nicht mit Musik so viel gearbeitet, sondern einfach diese Stille und dass sie halt einfach nicht sagen dürfen. Und du denkst, oh mein Gott. Also die Anspannung ist super schnell da. Ja. So, also es ist halt so geschickt. Ja, der ja auch total durchgeknallt ist und mit Kimmel befreundet ist, so krass, ne? Und, und diese ganzen Pranks immer raushaut. Also es war, also ich habe das. Ach, stimmt, er ist doch auch bei dem bei dieser Jimmy Kimmel's Very Good School of Acting. Oder wie das heißt, dieser Sketch, wo Jimmy Kimmel so Schauspielkurse gibt als so ein exzentrischer Coach, da ist er auch mit seiner Frau. Da haben sie auch dabei. Kevin Spacey diese ganzen Dinger da verarscht, ne? Der hat doch auch irgendwie so Acting. Ja, Kevin Spacey hat es gemacht für diese Online-Kurse. Es gibt auch so ein super Ding, wo, wie heißt denn der Schauspieler? Oh, das muss ich mal ganz kurz bei IMDb suchen, wie der heißt. Der hat nämlich Kevin Spacey im Actors Studio gemacht. Okay. Als Sketch. Und er macht es so gut, weil er genau diese, er sieht halt null aus wie Kevin Spacey, aber er trifft die Art einfach so gut. Das muss ich echt mal raussuchen und das empfehlen. Gib mir mal eine Sekunde. Ja, was ich sagen wollte, also Kimmel und er sind halt befreundet, weil die Nachbarn sind. Und das fing irgendwie an, dass er bei ihm irgendwas machen sollte und hat die Schlüssel bekommen. Und dann kam er nach Hause und dann war irgendwie das ganze Interieur, alles, was in der Eingangshalle bei Kimmel war, war halt alles verpackt. Und diesen Gag haben sie halt so endlos totgeführt, dass er halt dann irgendwann Krasinski nach Hause kommt und sein ganzer Vorgarten ist eingepackt. Jeder Baum, alles wurde halt dann von so einer professionellen Packfirma eingepackt. Und den haben sie halt einfach totgeführt, den Gag. Irgendwann ist dann halt Kimmel aus dem Büro gekommen, hat sein Auto gesucht und dann war es halt komplett, Mireda, alles separat, einzeln verpackt. Und Krasinski stand daneben und die wirklich, ach, das ist so lächerlich, ja was denn? Und wollte halt aufschrauben und das Ganze war nur eine Attrappe und sein ganzes Auto fiel jetzt Pappe zusammen. Das eigentliche Auto gab es halt gar nicht mehr. Wie fahre ich jetzt nach Hause? Und ich so, krieg ich doch nichts für dein Auto zusammengefahren. Du bist so scheiße. Wo war das Auto? Das haben sie halt abgeholt, also mit so einem Kran, sonst was, und dann haben sie bei ihm einfach in den Vorgarten gestellt und da haben sie es aber auch nochmal verpackt. Also es ist halt, also dieses, wo ich denke auch so, das kam mir zwischendurch der Gedanke, dass sie halt einfach ein bisschen zu viel Zeit, beziehungsweise ein bisschen viel zu viel Geld haben, weil die haben halt einfach die Gags immer nur in Auftrag gegeben. Und da gab es dann halt irgendwie, es gibt Firmen, die halt irgendwelche enorm teuren Pranks für irgendwelche anderen Leute entwickeln. Da habe ich gedacht, Alter, nice. Das wäre nochmal was für uns. High Society-Scheiße. Mit Peter Serafinovich. Britischer Schauspieler, spielt den Chef bei Shaun of the Dead. Der Chef von Shaun. Nee, der Mitbewohner von Shaun of the Dead. Ach, der Duschtyp? Genau, das ist Peter Serafinovich. Ja. Können wir den Wagen nehmen? And I wanna hear your fucking techno. It's electro! You prick. Genau, also relativ berühmt auch, ist auch einer von diesen Typen, immer, der aus. Und er hat so ein super Video, wie er Kevin Spacey nachmacht in diesem Actors-Studio und es ist so gut. Ja. Weil er einfach auch so, und also auch vor den Skandalen, Kevin Spacey war ja immer jemand, der einfach offenherzig gemein war und ein Arschloch. Ja. Und das trifft Serafinovich halt einfach ganz gut. Aber jetzt also hat übrigens auch eine Amazon-Serie hat namens The Tick. Ach, der ist das? Das ist Peter Serafinovich, ja. Die hast du gesehen. Also, ja, der ist, aber den erkennt man halt einfach nicht wieder, weil der immer irgendwie ein bisschen anders aussieht. Ja. Ja, Kevin Spacey ja auch in House of Cards, glaube ich, das Letzte, was er gemacht hat. Es wird eine Weile das Letzte bleiben, was er gemacht hat. Oder immer hoffentlich. Ja. Nee, der letzte Film, was ich ein bisschen schade finde, den er gemacht hat, weil der Film halt einfach deswegen auch total untergegangen ist. Eine Promo ist Baby Driver von Edgar Wright. Also der Regisseur von Shaun of the Dead und Hot Fuzz. Okay. Und sein neues... Ist das das, was Philipp irgendwann mal rumgeschickt hat, das Trailer? Kann sein, ja. Was ich auch mal irgendwie zusammen... wo du auch keine Lust drauf hattest, wo du dachtest... Oder ich glaube auch dachtest... Also der Trailer verkauft es ganz anders, als der Film ist. Ja. Weil der Film gar nicht so lustig ist. Okay. Im Trailer sieht es halt so nach so einer typischen lockeren Edgar Wright-Komödie aus. Und wir fahren mit dem Auto durch die Stadt und rauben Sachen. Und der Film ist ganz schön brutal manchmal. Ja.
Und halt deutlich weniger witzig, sondern eher ein ernsthafter Thriller mit halt viel Musik. Also es hat viel von einem Musikvideo, weil viel auf dem Beat geschnitten ist. Und da spielt Kevin Spacey so den Verbrecherboss. Ja, schwierig. Schwierig. Aber negativ, also so ein gemeiner Fraggle, also hat er ja irgendwie schon immer drin so gehabt. Also ich meine, den also die Hauptfigur bei House of Cards. Den John House. Wie heißt er denn da? Mr. Cards? Derek Off? Oh, genau, ey, lass mich keine Sekunde nachdenken. Ich kann doch erst noch was anderes erzählen. Ja, ich meine aber, die Serie fand ich oder finde ich immer noch total gut und auch zum Schluss, dass sie es so rausgenommen haben, dass quasi seine Frau Underwood ist sein Nachname. Claire Underwood. Charles ist, Underwood. Gottes, ey, heißt Charles. Lass Dirk nicht nachdenken. Ja. Gunther. Gunther D. Underwood. Tolle Figur aus Friends, Gunther. Francis. Francis bzw. Frank Underwood. Jetzt habe ich dir doch geholfen. Ja, genau. Mit meinem total. Nee, ich habe jetzt nur den Trailer gesehen. Im Trailer hat ja irgendwie auf jeden Fall so, also schon hart, weil sie halt jetzt auch eiskalt, also war schon die ganze Zeit so Tendenz, naja, eigentlich waren die beides Teufel. Aber da haben sie halt auch, glaube ich, nochmal gezeigt von wegen total Distanz zu Kevin Spacey, weil im Trailer zur neuen Staffel steht sie am Grab von Francis Underwood und sagt halt nur von wegen, was hast du damals gesagt, wenn du irgendwann mal stirbst, ist der Friedhof voll und alle trauen um dich, im Gegensatz zu deinem Vater, ich sehe hier keinen und verschwindet so. Also es ist halt einfach nur so. Übrigens, ich hoffe, als Gag ist das Grab von Underwood neben dem Grab von Roseanne Conner. Das wird ja auch weitergemacht. Ja, und die ist auch gestorben in der Serie. Echt? An einer Tablettenüberdosis. Okay. Was sie ja als Entschuldigung genommen hat für ihren Twitter. Alter, John Goodman ist trainiert, ne? Also beziehungsweise krass schlank geworden. Also ich habe wenig davon gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass. Ja, auf jeden Fall Roseanne Conner ist tot. Daneben liegt wahrscheinlich Charlie aus. Harper. Charlie Harper, genau. Ja. Das wäre super, wenn das halt mit die Kamera rauszoomen, das wäre der Gag einfach. Nee, da gibt es bestimmt die ein oder anderen Bildmontagen, die du im Netz finden kannst, die genau das zeigen. Ich habe den nur kurz bei Kimmel gesehen, also John Goodman, der meinte von wegen, also hat auch ganz klar gesagt, nachdem Roseanne halt so ein Bullshit rausgehauen hat, weil Kimmel meinte, es war einfach immer ein guter Cast und es ist total schade, wenn das zerstört würde. Und er meint, ja, genau, also es geht. Ja. Und dann hat er gesagt, was hat sich geändert? Nix. Ich wollte gerade sagen, ich habe neulich einen Artikel darüber geschrieben. Und habe ich ein bisschen Recherche dazu betrieben und auch den Trailer gesehen. Also zur Roseanne-Staffel. Ja, genau. The Conners heißt es jetzt. Okay. Und das also ich hoffe, am Anfang ist John Goodman und macht auch nur einfach wie damals. Roseanne hat ja zum Schluss einfach nur so eine Kamerafahrt und war sie immer am Ende der Tafel, hat immer gelacht. Und der Lacher war was im Schwarzen ausklang. Das wird immer wahrscheinlich tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass er das dann ist. Aber ansonsten, man sieht halt so ein paar Ausschnitte aus der Serie. Ich war nie großer Roseanne-Fan, aber du merkst einfach, es hat sich nichts geändert. Es ist der gleiche zynische Humor und sie machen sich darüber lustig, wie arm sie eigentlich sind. Zwischendurch waren sie ja steinreich, aber das hat sie ja alles nur geträumt, weil sie die Krebserkrankung ihres Mannes nicht verkraftet hat oder sowas. Der doch dann gestorben ist, wie haben sie den dann wieder zurückgeholt? Ich weiß es nicht. Hat sie das dann auch nur geträumt? Vielleicht ist das der Deal mit dem Teufel, dass Roseanne ihr Leben dafür gegeben hat, dass ihr Mann, keine Ahnung, wie auch immer sie das, wo ist sieben bei einer schrecklich netten Familie hin? Dirk tanzt gerade den Bill Cosby und jetzt habe ich Roofies im Getränk, dankeschön. Ich dachte, die waren eh im Riegel. 60%, da ist auch irgendwas. 60% Eiweiß, 40% Roofies. Ich kann immer noch eine abgefahrene Netflix-Empfehlung machen. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit über Jack Ryan reden. Ach so, wir haben uns komplett losgepimmelt. Ich weiß nicht, wie wir vom Thema abgekommen sind. Also definitiv besser als der Patriot mit Harrison Ford. Ja. War ja auch die Figur Jack Ryan. Ich weiß nicht, Adam Baldwin, Alec Baldwin in Jagd auf Rote Oktober ist auch Jack Ryan. Echt? Ja. Harrison Ford ist noch Jack Ryan in irgendeinem anderen Film und dann irgendeinen dritten Jack Ryan. Ich glaube, Tom Cruise ist einmal Jack Ryan. Aber da meinst du Jack Reacher? Nee, ich dachte, Tom Cruise wäre auch mal Jack Ryan. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls finde ich das echt spannend. Also ich bin bei Folge 2 oder 3. Das geil, was ich finde es echt spannend. Ich bin bei Folge 2. Nee, was ich sehr geil finde, ist, dass da verschiedene Sprachen gesprochen werden und nichts ist halt synchronisiert. Mhm. So, also wenn die in Frankreich sind, sprechen die halt Französisch, wenn die halt in Syrien sind, dann sprechen die Syrisch und sowas und eventuell, wenn dann halt jemand vor Ort dann halt irgendwie Militär da ist, dass sie dann switcht und sagt von wegen, ja, ich kann auch ihre Sprache sprechen und sowas. Aber das finde ich irgendwie ganz cool. Was ich gesehen habe, der war ganz schön mitreißend. 22. Juli
Das geht um die Norwegen-Attentate von 2011. Hm. Ah, Breivik. Genau, ja. Was ich gar nicht wusste, dass er, was zuerst halt irgendwie da im Innenministerium oder bei Polizei sowas, also erst eine Autobombe losging, wo dann irgendwie sieben oder acht Menschen gestorben sind und er dann parallel halt zu dieser Insel gefahren ist und da dann halt irgendwie 69 Kinder abgeknallt. Also das ist halt, das ist das Schlimmste am ganzen Film, das passiert zum Glück am Anfang, aber das ist halt so unspektakulär gefilmt, keine krassen Action-Musik und sowas, sondern nur dieses, und dann hat er halt auch keinen wahnsinnigen Blick, sondern er ist halt einfach überzeugt, ohne psychisch durch zu sein und geht halt an alle Rennen und das ist halt so, habe ich auch gedacht, da habe ich das erste Mal gedacht, würdest du gerne diese Rolle spielen? So, also weil das halt eine tragende Figur und die Entwicklung ist echt schon interessant, aber würdest du gerne diese Rolle spielen, die es wirklich gab und gibt? So, und, da, und der hat halt auch irgendwie das höchste Maß, was Rechtsprechung da in Norwegen jemals verhängt hat oder verhängen kann, rausgehauen. Also irgendwie 21 Jahre ist der Top, mit danach in Sicherheitsverwahrung und höher geht's nicht. Und die haben ja halt auch irgendwie diesen sozialen Ansatz, dass halt alles wieder zurückführen kann und Demokratie hält alles aus und so. Aber also, das ist halt so, also einfach, ich glaube im Hintergrund auch einfach klingeln, dass es halt wirklich so passiert ist. Und diese Willkür, wie er da halt einfach alles, was ging, abschlachten konnte, so. Und das ist halt, und dann wie halt ein, also Geschichte ist dann halt erzählt über einen Jungen, der dann halt irgendwie am Strand fast irgendwie komplett, also mehr, hat irgendwie drei oder vier Schüsse abgekriegt und hat immer noch, heutzutage hat er immer noch halt kleine Peratronsplitter im Gehirn und läuft immer Gefahr bei großen Unfällen sofort, dass es das war. Aber wie er halt irgendwie wieder stärker und halt auch, also er war halt auch irgendwie, also er war so ein bisschen das sinnbildlich fürs Land, glaube ich, dass halt, wie das dann sich da versucht hat, daraus zu erholen, beziehungsweise das anzunehmen, dass es halt ein Teil ist dessen, dass das halt dieser Gedanken, dieses Gedankengut in diesem Land halt auch vorherrschend ist, so, oder nicht vorherrschend ist, aber da ist, so. Und wie dieser Typ halt auch, das fand ich ganz krass, dass der zum Schluss, der hatte halt so ein psychiatrisches Gutachten gekriegt, dass er halt unzurechnungsfähig ist und halt unter so einer massiven Psychose rechtsradikal gelagert halt irgendwie leidet. Und da war er am Anfang total stolz, weil er halt sich halt irgendwie so einen Rechtsspruch, also so einen Anwalt genommen. In Norwegen ist irgendwie die Rechtslage so, wenn der den wählt, dann muss der den vertreten. Und der war halt dann auch komplett, der Anwalt dachte, scheiße, warum ich? Und seine ganze Familie wurde auch gemieden. Seine Tochter muss aus dem Kindergarten, weil die fürchten, dass die anderen Kinder halt irgendwie, also es war total Horror für den Anwalt. Und jedenfalls hat er dann halt dieses psychiatrische Gutachten aufgeracht gegeben und da kam dann halt raus, dass der halt nicht zurechnungsfähig war. Und dann hat er erst gedacht, der Plan geht auf und fand das total gut, bis er dann irgendwann überlegt hat, nee, ich möchte, dass die Welt versteht, dass ich das halt ernst gemeint habe und dass ich hier einen Krieg führe. Und dann wollte er gesagt haben, ich will hier definitiv als zurechnungsfähig rausgehen. Und das war so eine Parallele, dachte ich, also das meine, natürlich ist ja keine große Parallele, aber für mich kam dann gleich der Gedanke von Fritz Hamann aus Hannover. Der hat ja auch, dem haben sie ja dann irgendwie gesagt, dass er zurechnungsfähig ist, damit sie ihn köpfen konnten. Und der hat ja aber auch gesagt, von wegen, während der psychiatrischen Gutachten, von wegen, hier, ich bin definitiv zurechnungsfähig. Wenn sie mich für irgendwie so ein wildes Monster halten, dann war es das, dann gucke ich sie nicht mehr an. Und da war es bei ihm so ähnlich. Also ich glaube, dass er mit seiner Tat in Verbindung gebracht werden möchte und nicht Distanz dazu finden möchte. Aber also ich, sehr, sehr gut gespielt. Alles, also alles auf Englisch, die sind ja, ich glaube, da in Norwegen ist ja dann auch viel durch Fernsehen, ne? Dass ja, halt Norwegen ist aber auch fast zweisprachig. Ja? Also einfach ja auch durchs Fernsehen, das ist einfach den Popkulturanteil und du fängst, glaube ich, in der Schule ziemlich früh mit Englisch an. Ja. Also generell die skandinavischen Länder, auch wenn man in Schweden mal Englisch reden hört. Ja, aber ist selten, auch, dass man überhaupt Dänemark, einen kleinen, also genau, skandinavisch. Ja, fällt mir übrigens ein Tipp auf Netflix, habe ich noch nicht gesehen. Mir wurde es nur empfohlen und ich habe den Trailer gesehen. Aber passend dazu Finale oder Finale. Genau die richtige Stimmung. Oscar Isaac als Mossad-Agent, der einen Nazi jagt in Argentinien. Ben Kingsley ist das. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Fritz Haberland oder so? Nee, Fritz Haberland hat es geschafft. Naja, irgendein Alt-Nazi, der für den Holocaust mitverantwortlich war, der sich in Argentinien abgesetzt hat. Und Oscar Isaac und ein paar andere Mossad-Agenten sollen ihn extrahieren. Mega gut. Ich bin ja auch riesen Oscar Isaac-Fan. Ist das der auch aus Shutter Island? Wer? Ben Kingsley. Der da den Chef des Hauses, der den...
Was ist das, der Typ mit der Glatze? Ja, Sir Ben Kingsley ist der Gandhi für Gandhi den Oscar bekommen hat. Ja, genau. Den habe ich auch auf meiner Liste. Ich habe ihn auch auf meiner Liste mit den ganzen anderen Filmen. Schwöre, richtig gut. So, ja. Schau ich an, Finale. Oh, wie gut wir über so eine sensible deutsche Historienthematik reden können. Ja, schau ich mal an, voll krass. So. Ja, naja. Aber mir fehlt es nur ein bei Breivik. Ja. Okay, zurück zu Jack Ryan. Oder ist das Ziel der Folge, dass du nie dahin kommst, darüber zu reden? Ich habe jetzt auch eine Folge gesehen. Mich hat es nicht gepackt. Ja. Ich find die Amazon-Serien immer so ein bisschen im Format leicht daneben. Genauso ging es mir bei der Tom Hiddleston-Serie The Receptionist oder so. Wo er so eine typische Romanfigur spielt, genau wie Jack Ryan das ja auch ist. Ich kann immer sagen, interessanter Netflix-Tipp, wenn man halt einfach mal was zum Wegschauen sucht. Was ich halt super finde, ich war als Kind großer Fan von Saber Feuer. Rider. Achso. Es gibt doch Kaminfeuer bei Netflix. Echt? Ja. Geil. Als Kind großer Fan von Saber Rider und genau. Und nicht so wie die Serie war, sondern so gut wie man sich an sie erinnert, ist die Serie Voltron auf Netflix. Voltron. Ja, die fünf Paladine von Voltron und ihre Löwen formen zusammen Voltron, den Legendary Defender, und kämpfen gegen das Golra Empire. Super Zeichentrick oder beziehungsweise super Animationsserie. Ganz fantastisch und halt wirklich auch für Erwachsene genießbar. Okay. Tolle Sprecher, in den 80ern war es halt Voltron auch eine 80er-Jahre-Serie, auch so wie Saber Rider, so ein bisschen albern und klischeehaft. Und jetzt hat es halt alles wirklich so einen modernen Twist und man kann es super wegsehen. Ich schaue es auch gerne beim Training an. Ich glaube, 7 Staffeln gibt es inzwischen, die alle irgendwie so 6 Folgen haben oder so. Kann es gut einfach so binge-watchen. Es gibt bei Netflix auch das Original He-Man Masters of the Universe, die Comic-Dinger. Kann ich nicht empfehlen. Weil ich krasser Fan von, habe ich hier irgendwie mal versucht, eine Folge zu sehen. Fängt ziemlich stressig an. Zum Glück jetzt nicht so stressig wie heutige Comic-Sachen, dass es halt so ein Geflacker ist, dass du beim Zuschauen so kurz umkippst, vielleicht einen epileptischen kriegst. Entschuldigung. Aber es ist alter Finne. Also wie ich mal in einem Podcast ganz gehört, anders daran. Wie ich mal in einem Podcast gehört habe, die sind nicht wie so eine königliche Familie, sondern eher wie die Belegschaft von einem Fitnessstudio. Stimmt. Ja, aber ein gutes Ruhrpott-Landstudio. Ja, so. Was machst du da, Mensch? Es gibt irgendwie 5, 6 Leute in diesem Königreich. Selten sind mal mehr Leute da. Alle gehen immer nur durch irgendwelche kargen Landschaften. Also es fängt gleich irgendwie an, glaube ich, mit Eternia, und da hast du dann halt vor der Castle Grayskull, ist im Graben, sind dann halt irgendwie Beastmen und Men-at-Arms kämpfend mit irgendwelchen Schlangen oder sowas. Und also, von jetzt auf gleich ratscht das so rein und dann kommt halt, glaube ich, He-Man auf den Talentfighter und macht dann ratzefatz leer. Und also es ist nur so und also zum Schluss, zwischendurch hast du ja auch mal irgendwie das Schwert, hinten nur 3, 4 Farben, so lila, rot, gelb. Nächste Szene und dann siehst du halt Cringer irgendwo liegen und denkst, haben die nicht gerade gekämpft? Und Cringer wird zur mächtigen Battle Cat. Ja, Klassiker. Was ich da empfehlen könnte, Amazon Prime ist The Affair. Das finde ich irgendwie ganz geil, das Ding. Wer hat das produziert? Ich weiß es nicht. Er schlägt das Showtime nach, um sich aus der Affäre zu ziehen. Den Gag hätte ich vorhin bringen sollen. Er schlägt es nach, um sich aus der Jack Ryan zu ziehen. Ja, nicht so viel. Applaus hinter mir. Also wir haben hier mal ein volles Studio, deswegen gucke ich. Ich sage jetzt einfach nicht zu. Zack, weiter. Unreal, auch geile Serie. Unreal Tournament, auch geile Serie. Na, Unreal beschäftigt sich hier mit dieser Bachelorette-Scheiß und sowas und wurde geschrieben und produziert von einer. Alter, darf ich jemanden Satz sagen, ey? Wie das Ding weitermacht und freut sich, ey. Ja, Entschuldigung. Ja, also Bachelor-Scheiße aus Amerika, und die Original-Tante, die da produziert hat oder mitproduziert hat, hat halt diese Serie geschrieben, um halt mal hinter den Kulissen solch interessanter Produktionen zu gucken und wie manipulativ und eklig das Ganze abgeht. Natürlich ein bisschen fiktiv, aber wie weit ehrlich und wie weit fiktiv
hat sie nicht weiter erläutert, wollte sie auch nicht erläutern, weil mit Sicherheit da was drin steckt. Also wie die Leute halt einfach immer so dann die sogenannten Realisateure da rumrennen und die einzelnen Figuren dann annehmen, die ja meist nicht klüger sind als Honigbrot oder sowas. So Realisateure oder Realisatoren klingen auch immer so nach Harry Potter-Schurken. Also, die Realisatoren sind da. Wirklicher Beruf heutzutage, mittlerweile auch im deutschen Fernsehen, die dann runtergehen. Ja. Ich habe gehört, also der Martin, ne, der hat ja gesagt, du bist eine Bitch. Weiß ja nicht, wie du das findest. Gab doch auch was? Ja, willst du was zu sagen? Das Kamerateam ist hier. Ja, also wenn das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, es gab doch bei Sat.1 diese Situation, wo jemand von der Produktion runterkam in, ich glaube, diesen Bio-Bauernhof und da den Leuten gesagt hat, die sollen ein bisschen mehr Stress machen, das ist besser für die Quote und die Kameras liefen. Ja, genau. Und dann war die Serie relativ schnell abgesetzt. Ja, dumm, wenn man das eigene... Das ist halt permanent da, das Ding. Ja. Ich kann immer sagen, was ich auf Amazon Prime gerne schaue, was ich auch nur empfehlen kann, weil es eine toll gefilmte Serie ist, die eigentlich auch vom Stars Network kommt, American Gods. Und da kommt jetzt die zweite Staffel nächstes Jahr. Sau gut. Ist richtig gut. Es dauert ein bisschen, bis es Fahrt aufnimmt. Normalerweise bin ich halt nicht so, dass ich mir Serien dann länger ansehe. Ich kann verstehen, wenn Leute nach der ersten oder zweiten Folge abspringen, aber die ist einfach super gut gefilmt. Ist eine ganz tolle Serie. Basiert auf einem Roman von Neil Gaiman, den habe ich gelesen, deswegen weiß ich auch noch ein bisschen mehr dazu. Super brutal auch und unglaublich gut gespielt. Also gerade Emily, wie heißt sie denn, die Australierin? Emily. Gyllenhaal. Emily Gyllenhaal, genau, die meinte ich. Ja, jetzt regt er sich auf, weil ich einen Kommentar, der dumm war, gemacht habe. Und eben hat er seinen Ordner der dummen Kommentare geöffnet. Feinsäuberlich Goldschrift. Ich kann gelesen. Ja im Register noch weitersprechen. Emily Dunham. Die auf jeden Fall spielt damit und die macht das unglaublich gut. Ian McShane spielt Odin. Toll. Welche auch noch sehr gut ist, finde ich jedenfalls, solange es sich nicht um die Hauptfigur handelt, ist Better Call Saul. Ein Spin-off aus Breaking Bad, wo dieser Anwalt die ganze Zeit betrachtet wird, wie er zu dem wird, was er dann halt bei Breaking Bad ist. Ich finde es aber nur interessant, wenn es halt die ganze Geschichte um Mike, also Ehrmantraut, der Bösewicht, der Handlanger von na, wie heißt denn, der Macher des Ganzen da. Alle Fans wissen Bescheid. Nee, aber das alle Fans wissen, alle Fans von uns wissen Bescheid. Also in der ersten Staffel geht super viel um halt irgendwie, das ist ja James McGill, also der Better Call Saul-Typ, und seine Beziehung zu seinem Bruder ist halt echt anstrengend. Aber halt das Ganze drumherum, also die Drogen-Mafia, die da sich halt aufbaut, beziehungsweise schon Bestand hat und die kleinen Machtkämpfe und sowas und wie er ein bisschen mehr Kontakt damit hat, das finde ich halt spannend. Aber komischerweise die Hauptfigur, alter Finne, das haben sie lange so geschrieben, wo ich dachte, ja, weil er immer so Tendenz, also er ist halt ganz normaler Anwalt und hat immer Tendenz zum Schmierigen und hat immer so hintertückische Dinger und gerne Leute verarscht und macht er immer noch und boxt halt irgendwie durch und findet es halt geil, das Recht so weit zu biegen, wie man darf und sowas. Und dann immer wieder steht er halt im Schatten seines Bruders, weil er so ein Staranwalt ist und so eine Koryphäe von so einer riesigen Anwaltsfirma, die er halt mit aufgebaut hat. Und er ist immer von wegen der kleine, trottelige Bruder und kann es halt nie, versucht immer irgendwie aus dem Schatten zu treten, kommt halt nie so richtig raus. Und dem wird auch immer gesagt, ja komm, aber du willst ja eh mal anderes. Nein. Und merkt aber eigentlich, findet er halt einfach diesen schmierigen Hans total gut und wird halt immer, so wie eigentlich auch sein Bruder ihn immer betrachtet, so wird er halt auch mal mehr. Okay. Obwohl er anfangs sehr stark dagegen ankämpft. Aber wie gesagt, das ist eigentlich, finde ich, nicht das Spannende, sondern das andere, die andere Seite, finde ich. Ich kann ja noch sagen, ab 19. Oktober kommt dann die dritte Staffel Daredevil raus. Meiner Ansicht nach die beste von den Marvel-Serien. Nicht, dass die Konkurrenz besonders groß wäre. Die erste Staffel Jessica Jones, auch richtig gut, wenn man noch was sehen möchte. Die zweite Staffel Iron Fist ist voll in Ordnung. Deutlich bessere Kampfszenen. Also sie haben echt mal eine gute Choreo bekommen. Aber ich dachte, Iron Fist ist eine eigene Serie. Ja, genau. Ja, das meine ich. Die zweite Staffel davon ist besser als die erste. Ich dachte, die sei so dumm, weil der Typ nichts kann. Ja, die erste. In der zweiten haben sie allen mal ein bisschen Training verpasst. Okay. Die haben auch normalerweise haben die Netflix-Serien 13 Folgen, die hat 10 und ich glaube, den Raum von den drei Folgen haben sie ausschließlich für Training genutzt. Okay. Punisher ist eine super Serie. Wo läuft die? Auch auf Netflix.
Also es ist auch eine Marvel-Serie um die Punisher-Figur. Ja. Extrem brutal, aber wirklich extrem gut. Auch weil John Bernthal aus Walking Dead das einfach so fantastisch macht. Also dem glaubt man sofort diesen komplett traumatisierten Ex-Marine. Ja. Also das in jeder, der hat einfach so eine super Präsenz. Ach, doch, und so eine ganz, ganz, ganz zuckende Mimik. Auch das ist doch der Typ so von The Walking Dead. Ne? Ja, genau, John Bernthal. Ja. Ja. Der auch in der zweiten Daredevil-Staffel spielt er auch mit als The Punisher. Hm. Beziehungsweise als Frank Castle. Ja. Das klingt wie Avengers, wenn die ganzen Leute zusammenkommen. Ja, es gibt auch die Defenders-Serie ist auch nicht so furchtbar gut. Aber also an sich, also ja, da sind sie dann halt alle zusammen, aber das funktioniert irgendwie von der Chemie nicht. Aber auf die dritte Daredevil-Staffel freue ich mich. Die Trailer sehen auch einfach extrem gut aus. Und extrem düster. Oh ja, oh nein, jetzt zieht er sein T-Shirt aus. Da hört ihr es, wie er sein T-Shirt auszieht. Er zieht sein T-Shirt aus, das ist eklig. Er zieht sein T-Shirt aus. Selber. Alles Mauer, Gummimauer. Was? Wenn dich jemand beleidigt, sagst du alles Mauer, Gummimauer. Alles, was du mir sagst, prallt von mir ab und springt zurück zu dir. Alles Mauer, Gummimauer. Wo ist das gute alte Boing Switch? Nice. Ja, der dritte Staffel, 19. Oktober. Was ich sehr gut finde, was einfach so zum Wegpimmeln ist beim Training, Seinfeld. Ah. Überrascht, dass das Ding von 89 bis 98 produziert wurde. Ja. Heide Witzka, ey. Du siehst es halt immer nur an den Schulterpolstern, dass es so langsam aus den 80er verschwindet. Und an Jerrys Hose. Ja, aber die, hier. Ich glaube, die bleibt konstant Unmode. Elaine, die immer die ganze Zeit so eine Landmode trägt, die immer halt irgendwie diese weiten Röcke trägt mit irgendwelchen Schlappen und darüber so ein Blouson-Blazer mit Power-Schultern. Du denkst, Alter, die ist halt so eine hübsche Frau und die ist immer angezogen wie Karl Arsch. Auch immer noch. Julia, so eine hübsche Frau oder so bescheuert? Nein, immer noch eine hübsche Frau. Julia Louis-Dreyfus. Das ist ja jetzt seit dem Ende der Serie 20 Jahre vergangen, aber die sieht immer noch extrem jung aus. Also, als wäre sie kein Was ist ihr Geheimnis? Ja, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, 60% Protein. Alter, es liegt. Das liegt nicht schwer. Ich glaube, ich habe noch Teile davon in der Kehle. Ich wollte gerade sagen, es liegt so kurz vor der Öffnung, dass die ganze Zeit am Klopfen und sagt: ja. Ich habe hier so eine schaumige Matsche. Dürft ihr mal kurz hochschieben? Ja, was. Aber die ist echt, die ist halt. Ich habe vorhin halt auch gedacht, weil du gesagt hast, dass die Figuren auch immer zynischer und beißender so gezeichnet werden. Und das ist halt, ich glaube, ich bin gerade in der vierten. Und das ist halt auch so, dass irgendwie Elaine vorhin einen Typen hatte, der halt total lieb und nett und hübsch war und hat zu Hause. Ist das Paddy? Naja, ist sie schon relativ mit Paddy zusammen? Schnell zu Ende, okay. Weil sie kam nach Hause und er hat die ganze Wohnung bei ihr geputzt, hat für sie gekocht, sonst hat die Anrufe entgegengenommen. Und man, oh, du bist so ein Perfekter. Ja, mein Schatz. Und hier gab es Anrufe? Ja, ja. Oh mein Gott. Der Anruf notiert mit dem Punkt. Genau, meine Freundin hat ihr Baby bekommen. Ja, oh wow. Wir hatten Anrufe. Ja, sie persönlich. Oh mein Gott. Du hast gar keinen Ausruf? Ist nicht so wichtig. Was denn? Nee, weil, also, ich habe gerade überlegt, wenn ich bei dir wäre und dein bester Freund würde sagen, dass er jetzt Vater ist, dann würde ich das vermerken und schon mit einem Ausrufezeichen. Ja. Ist ja nicht schlimm. Also, ich habe ja trotzdem so. Und da hat sie so drüber aufgeregt, dass er gesagt hat: Weißt du was? Und ich mache jetzt eine Fliege mit Ausrufezeichen. Sie, what? Und dachte ich immer so: Diese geile deutsche Synchro. Ja, Also ich habe es auf Deutsch geguckt, weil ich das irgendwie die alten, also die Synchro, ich finde, da hast du manchmal auch die Texte-Dinger. Also zum Beispiel, wenn Kramer sagt von wegen, er hat vermutet, dass der Steuerberater von Seinfeld halt irgendwie kokst. Und dann meint er, warum denn? Ja, in meiner Gegenwart hat er immer so mit der Nase, oh mein Gott, ist er einfach verschwunden oder hat er sowas gemacht wie, ich mach die Fliege? Ja, es hat er gesagt, er hat gesagt, du mach die Fliege? Nein, das darf man nicht. Ich mach die Fliege, ist ein Synonym für ich gehe auf Toilette. Oh, ja, und da, was machen die Jungs auf Toilette? Die schniefen. Und dann geht halt irgendwie, Kramer will den überführen und geht in eine Bar, wo er ihn gesehen hat und sagt, hey, na, ich trinke ja die ganze Zeit Bier, ich könnte ja literweise von trinken. Ah, okay, ich bleib hier mein Whisky. Rauchen Sie die Dinger, rauche ich weg wie Cola. Und dann hat er sich irgendwie eine Zigarette angezündet, in den Mundwinkel gesteckt und dabei das Bier getrunken und geraucht gleichzeitig. Das habe ich noch
nie gesehen. Das war total geil, wie er danach hustet und dabei Qualm rauskommt. Ja, das hat er bestimmt trainiert. Kam schon George synonym vor, wenn er immer vorgibt, eine Firma zu haben, dieses James Vanderlei oder so? Vanderlei Enterprises? Weil manchmal gibt George einfach vorher, hat er irgendeine Firma und dann ist irgendwie diese komische Kunstfigur, James Vanderlei. Ich finde immer geil, wenn so kleine Sachen immer alles zerstören. Wenn einer sagt von wegen, ja, ich habe sie kennengelernt, ja, wieder, ich stand neben mir und habe einfach an ihrem Pulli gerieben und meinte, oh, das ist aber schöner Stoff. Du hast sie angefasst, an Pulli gerieben? Ja, und dann, wie heißt der Kleine? George will dann halt irgendwie in so einem Laden, weil er wieder bei seinen Eltern wohnt und arbeitslos ist. Und dann bewirbt er sich halt und wird halt fast, also eigentlich mit Handkuss genommen für so einen Unterwäscheladen, weil er halt sich alles über Büstenhalter weiß. Und dann steht er halt am Aufzug, freut sich, dass er gerade einen Job gekriegt hat und steht neben der Chefin dieser ganzen Kette und fasst ihr Kostüm an. Und sie, was? Und sie schreit dann nach dem Chef und zack, er wird sofort rausgeschmissen. Mhm. Und der Vater von ihm, der ja halt auch der Vater aus King of Queens, ja, auch der Vater von Jerry, von Ben Stiller ist. Ja, stimmt. Ja, das ist ja. 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 Der nicht viel anders aussieht, obwohl es ja viel später produziert wurde, wahrscheinlich. Oder fast, der dann irgendwie sagt: Du hast sie angefasst? Oh mein Gott, wo ist das gute alte Mam? Sie sehen hübsch aus. Aber die Figur ist halt total ähnlich wie die Figur aus. Arthur. Ja. Ich glaube, der heißt auch Arthur Stiller. Wahrscheinlich ist es der Gag, dass er halt immer irgendwie als Arthur durch seine Figuren. Ja, er ist ja auch der Festivus erfindet, von dem ich letztes Mal geredet habe. The Festivus for the rest of us! Seinfeld, kann ich mir gut vorstellen, dass man es auch einfach so am Stück wegschauen kann, bis man meint, den Verstand zu verlieren. Ja, also irgendwann muss ich, also es ist halt ganz gut, wenn ich irgendwas mache und danach ist dann halt auch Schluss, weil du hast immer das Gefühl, es ist immer gleich. Und dann halt auch mal diese lustigen, schlechten Intros und Outros, wenn man halt irgendwie sieht, wie Seinfeld auf der Bühne seine Gags macht, das Publikum sich wegschmeißt und er dann sowas sagt wie, oh, was hat er irgendwie erzählt, dass im Krankenhaus es genauso ist wie die Nachrichten. Der Chefarzt, der reinkommt, ist der mit den wichtigen Nachrichten. Und später, wenn die Schwester reinkommt und die Spritzen nur noch setzt, das ist dann der Sportteil. Und wenn dann die Assistenzschwester kommt und die Bettpfanne bringt, das ist dann wie das Wetter. Und alle schmeißen sich weg und denkst, Alter Finne. Oder er sagt von wegen, Flugzeug, warum sind da die ganzen Speisen so klein? Hä? Warum ist alles klein? Der Saft ist klein, der Snack ist klein, das Essen, die Roulade ist klein. Also wo du denkst, ja, okay, der Gag ist angekommen, alles ist klein. Aber also, warum? Mein Sitz ist normal. Die können auch sagen, Sir, Sie sitzen Businessklasse, setzen sich mal auf den Hocker hin. Und alle lachen sich, und dann müsste ich auf Toilette gehen, aber ich kann nicht rein, weil es ein Puppenzimmer ist. Und der Gag ist angekommen. Und dann wird es halt ausgepeitscht und dann die schlechten Zwischenschnitte, wenn das Publikum siehst, was sie wegschmeißt. Ja. Und denkst, Alter, Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, das ist Vanderlei Industries. Die Firma, von der George immer erzählt, bei der er arbeitet und im Vorstand, ist Vanderlei Industries. Ja, was ich auch noch gut finde auf Netflix, ist beim Training, wo ich gerade dabei war. Die CrossFit Games. Ja, die ganze Fitness- und Earth-Reihe. Die sind echt nicht schlecht zum, also weil die so pushen sind, die sind so motivierend, das ist irgendwie ganz gut. Obwohl da halt schon ein paar Brote sind, also ich finde halt so die letzten Dinge am schönsten, weil da sind halt echt, also zum Beispiel die Sigmunds Daughter und wie heißt die andere Daughter? Ist so irgendwie der andere. Aber auf jeden Fall solche, die sind ganz interessant, weil die halt echt sehr, sehr interessiert daran sind. Und wenn die mal kurz was sagen, dann sind die halt nicht so brotig wie der Fittest Man in History. Wie heißt er nochmal? Matt Froening oder Froening? Ja. Groening ist der von den Simpsons. Ja. Ist überhaupt Matt? Also Froening auf jeden Fall. Ah, genau. Und ich glaube, der jetzige ist Fraser, oder? Ist er nicht Matt Fraser jetzt? Ist Matt Fraser nicht ein Boxer? Ich weiß nicht, also wie auch immer. Apropos Boxer, hast du mitgekriegt mit dem Rocky... Creed 2. Nein, den Berliner hier, wer ist der? Was? Ach, Rocky Gianni. Rocky Gianni, nee, der in seinem Italienurlaub vom Smart überfahren wurde und tot ist. Was? Echt? Ja. Gott, von einem Smart? Was für ein unwürdiger Tod. Ja. Graziano Rocky Gianni. Graziano, ja. Der fand ich krass. Also... So. Der war aber auch, glaube ich, ganz schön fertig nach dem Ende seiner Karriere. Ja, aber ich meine... Ja, naja, natürlich unglückliches Ding, aber... Ich glaube, egal wie fertig oder gut wir drauf sind, wenn uns ein Smart auf der Landstraße erfasst, dann ist halt... Ja. So. Aber halt das so ist so, hä? Also so ein, diese Zufallsdinger, die, weiß ich nicht. So.
Ja, habe ich noch irgendwas, was ich... absolute Ansichtssache, die Serie. Und ich verstehe, dass wir Leute, die absolut hassen. Ich finde die, find die super. Na, es gibt welche, die sind zwar, ja, okay, da kommen wir rein. Kann man 10 Minuten von sehen, dann weiß man sofort, ob man die Serie liebt oder hasst. A Series of Unfortunate Events. Eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Da spielt nämlich auch Patrick Warburton mit, der Elaines Freund bei Seinfeld spielt. Puddy heißt er in der Serie. Also Puddy heißt er bei Seinfeld und er spielt den Erzähler Lemony Snicket bei A Series of Unfortunate Events. Tolle Serie, auch so eigentlich als Kinderserie angelegt, aber furchtbar düster und furchtbar tragisch und halt einfach so super stilisiert. Also es ist eher wie ein Gedicht als wie Prosa. Hm. Aber auch produziert von Barry Sonnenfeld, der den ersten... Was ist der Unterschied zwischen Gedicht und Prosa? Naja, in Versform und eher künstlerisch und eher stilisiert. Also so, dass die Form eindeutig im Vordergrund steht. Was ja, du würdest ja bei Better Call Saul achtest du ja nicht ständig darauf, wie die Kameraeinstellung ist und wirst nicht ständig aus der Serie genommen, weil irgendwelche Ausstattungssachen total skurril sind. Und bei A Series of Unfortunate Events ist halt die Ausstattung und die Handlung und die Prämisse einfach so ultra skurril, dass du einfach ständig rausgenommen wirst und das ist so ein Kommentar auf die Serie selbst ist. Okay. Aber ich finde es sehr unterhaltsam. Aber ich verstehe bei der Serie total, wenn man es nicht mag. Es spielt auch, wer ist denn der, Barney aus How I Met Your Mother mit? Barney Stinson. Neil Patrick Harris, genau. Der spielt den Schurken in der Serie. Count Olaf. Count Duken. Ja, naja, also wie gesagt, kann man mal, aber man weiß nach 5 bis 10 Minuten, ob man die Serie hasst oder liebt. Und ich glaube, dazwischen gibt es auch wenig. Naja, ja. Ich würde dann noch Dirk Gently's Holistic Detective Agency, glaube ich, dazu packen. Das ist das Netflix. Mit Pee-wee Herman, oder? Ja, die ist so gut. Okay. Also wenn du so ein bisschen, also übergeordnet hat es definitiv philosophische Ansätze, die interessant sind. Dieses alles hat miteinander zu tun und nichts passiert grundlos und es greift halt alles, also es gibt für alles Gründe. Aber dann halt, also seine Art zu spielen, also dieser verlorene Brite, der halt irgendwie ein Wesen ist, ohne Freunde, sich halt an den, wie heißt der Hobbit-Typ? Martin Freeman? Elijah Wood ranklemmt. Martin Freeman, ja, Elijah Wood, Martin Freeman. Und der halt total verpeilter irgendwas ist und seine Eltern oder Schwester, glaube ich, immer verarscht, nee, seine Eltern mal verarscht hat wegen einer bestimmten Krankheit, die er nicht hat, deswegen monatlich Geld kriegt und eigentlich nur so rumpimmelt und nebenbei irgendwie im Hotel als Concierge oder sowas arbeitet. Plötzlich trifft er auf ihn zu und erklärt ihm von wegen, dass er halt total wichtig fürs Universum ist und für alles sein, sowas. Und dann passieren also so schräge Figuren, treffen ineinander, du hast so ein bisschen das Gefühl, du bist so in so ein wie heißt der Film mit dem Jesus Bowler, der The Big Lebowski. Ah, genau, du hast so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Coen-Brüder-Film. Das ist so ein, genau, so ein Coen-Touch hat so. Es ist halt, also ich, sehr, sehr komplex finde ich es, weil dann tauchen halt immer wieder, also ein Beispiel, das hat mich total in The Big Lebowski erinnert, The Big Lebowski, dass halt dann plötzlich so Figuren auftauchen, die so ein bisschen aussehen wie irgendwelche Hools, aber wenn die reden sowas, dann ist halt so mal ein bisschen wie die Deutschen sowas, die dann halt irgendwie unbedingt halt irgendwas haben. Er ist Nihilist. Und ja, also das ist echt lustig, aber da muss man sich echt konzentrieren, das ist nichts zum nebenbei schauen, aber das ist halt auch sehr, sehr apropos gut. Echt konzentrieren, schiebe ich noch kurz ein, Arrested Development. Ja, immer, definitiv. Wer das noch nicht gesehen hat, anschauen, aber wenn man sich da nicht wie ein Fuchs aufpasst, dann wird man einfach die besten Gags nicht mitbekommen. Also ich habe das ja gesehen bis auf die neuesten Dinger und ich habe überlegt, ich könnte eigentlich alles nochmal schauen und wäre jetzt nicht sonderlich irgendwie, es gibt ja wenige, was ich jetzt so mitkriege, die Serien öfter schauen. Mhm. Schaust du Serien öfter? Eigentlich nicht. Manchmal schaue ich gewisse Folgen nochmal an. Ich habe mir jetzt nochmal, aber einfach, weil ich so ein bisschen eine Stunde durchhing, zwischendrin die erste Folge von Daredevil nochmal angesehen. Aber sonst, weil also es gibt jetzt keine Serie, die du schon ein paar Mal geschaut hast, komplett. Ist schon eine Weile her, wenn dann. Welche? Dass ich Serien, damals war ich als von der Sci-Fi-Serie, die auch immer noch sehr gut ist, Babylon 5. Die hat es auf DVD oder was? Genau, auch wenn die Effekte und so und die Ausstattung nicht furchtbar gut gealtert ist, aber das war damals auch eine ziemlich moderne Serie,
weil das war, fing 95 an, glaube ich, plus minus. Nee, früher noch 93, 94. Und das war eine Serie, die einen kompletten Handlungsbogen für die Serie schon ausgearbeitet hatte. Und nicht wie damals Serien von Folge zu Folge irgendwas Neues, okay, sondern die hatten halt schon einen kompletten Serienbogen. Das heißt, es war runder einfach. Ja, naja, und du hast halt einfach eine übergeordnete Handlung und nach 5 Staffeln war Schluss. Weil die Serie halt auf 5 Staffeln angelegt war. Ja. So, und damals halt absolut revolutionär fürs Fernsehen, heute halt so, ja. Naja. Und Firefly, die Serie habe ich auch häufiger gesehen, die auf Netflix ist. Sci-Fi-Serie von Joss Whedon, dem Autor von Buffy the Vampire Slayer und Regisseur von den Avengers-Filmen, von den ersten beiden. Und er hat Firefly, so eine Sci-Fi-Serie gemacht, die in so einer Cowboy-Zukunft spielt. Auch extrem gute Serie, hat, glaube ich, auch nur 13 Folgen und wurde abgesetzt, bevor eine Folge ausgestrahlt wurde, weil es dem Network irgendwie nicht passte. Okay. Es gibt einen Kinofilm, der das abschließt, der ist auch auf Netflix jetzt, Serenity. Gute Serie, vor allem, wenn man ein bisschen weiß, welche Folgen man noch überspringen kann. Ja, es ist halt, also die ist halt, lebt halt auch noch so ein bisschen in dem Ding, die war von 2001, glaube ich. Und da ist auch noch die Sache, es gibt halt einfach so Standalone-Folgen, die man gut überspringen kann. Und die anderen Folgen, die guten Folgen, sind einfach fantastisches Fernsehen, immer noch. Fantastisches Fernsehen. Und mit einer blutjungen Marina Bakarin. Die spielt zum Beispiel die Freundin von Deadpool. Wenn du das mal auch schon gesehen hast. Die brasilianische Schauspielerin, die einfach so unglaublich schön ist. Ach so, Deadpool, stimmt. Das habe ich ja dummerweise, letztens lief es ja irgendwie im Fernsehen. Ja. Deutsch konnte ich das ja nach 3 Minuten. Unglaublich schön. Ja, doch. Oh, die ist so schön. Das ist eklig. Die ist wirklich schön. Und damals dachte ich so, oh, die ist auch so schön weiblich. Und die ist halt einfach so ein Kind in der Serie, in Firefly noch. Boah, es wird immer schlimmer. Ja, in der 20 oder so ist die. Ist echt so ein Kind, aber die ist halt echt schon schön. Also oh, es ist eklig. Auch bei Firefly ist die echt schön. Oh, jetzt, aber jetzt ist sie noch mal schöner geworden. Ja. Naja, komm, sag mal was. Ja, komm, sag aber, ich versuche nicht zu brechen. Ah, oh, die ist total schön. Ist oh, die ist so kindlich. Oh, die ist richtig nee, schön. Nein, die war oh, deswegen noch damals. Noch dachte ich halt so. Noch viel schöner. Oh, ist die schön. Ich glaube, Dirk will mich gerade nachmachen. Was? Was? Das ist was ganz. Was? Redet hier was? Das ist alles genommen. Ich hatte irgendwas. Ist alles weg. Ich habe heute durch Zufall, weil ich First We Feast gesehen habe, wo dann immer die heiße Fragen mit noch heißeren Hühnchen oder sowas gestellt werden, und da war Tenacious D. Dirk ist nicht beeindruckt von ihr. Ja, sie ist nicht hässlich. Schön. Sie ist nicht hässlich. Ja, ich gucke mir jetzt einfach das Bild an. Red du mal weiter, 5 Minuten. Und Tenacious D, also beziehungsweise Jack Black. Jagels und Cage. Genau. Er hat von deren YouTube-Kanal, den ich echt empfehlen kann, Tenacious D empfohlen, weil die jetzt so eine eigene Webserie rausgebracht haben, Postapokalyptica. Ist das animiert? Also gezeichnet okay. Von denen selber. Und das oh, ist total Gott, geil. Kann, ja. 3 Folgen sind erst raus. Es ist super lustig, weil in jeder Folge passiert natürlich dann auch ein Lied. Mhm. Aber halt, die sind halt zu Hause und dann irgendwann merken sie von wegen, okay, Ende der Welt, müssen irgendwas machen. Sie fahren halt mit einem Moped, mit einem Beiwagen weg und dann plötzlich können sie halt nicht mehr und sind halt irgend so einer komischen irgendeiner Wassertränke und versuchen da Wasser zu schlabbern, aber das ist total ungenießbares Wasser und plötzlich sind da halt 10 Amazonen, mhm, die halt denen halt irgendwie feinstes Essen, mhm, sonst was geben und dann schlafen und finden es halt total toll, dann wachen sie halt auf, während die halt an denen rumspielen, so oh mein Gott, und dann ist halt irgendwie Making Love, also so eine Musik, mhm, schwingt dann halt und Kyle lässt halt einfach los und lässt sich überall da halt irgendwie okay, wir schauen es uns mal an und reden dann danach. Ja. Übrigens auch ein toller Film. Ich weiß gar nicht, ob der auf Netflix oder Prime ist. Tenacious D and the Pick of Destiny. Also der Kinofilm, den die beiden gemacht haben. Ja. Wir haben den schon mal irgendwie besoffen im Schnitzelabend, glaube ich, gesehen. Stimmt, waren wir da im Kino oder was? Ich hatte den auf DVD. Ich habe den immer auch auf DVD. Ja. So. Ja, sonst noch irgendwas? Wir nähern uns jetzt wieder zu einer gefährlichen Länge. Nein, es ist wunderschön. Ich muss ja alles noch verdauen jetzt. Ansonsten ein paar Halloween-Tipps. Also The Haunting ist neu auf Netflix. Wir haben was Gruseliges gesucht. Mit Michelle Huisman aus Game of Thrones. Und damals eine super trashige Sitcom. Und jetzt sieht es nach einer richtig gruseligen Horrorserie aus. Wer ist denn das? The Chilling Adventures of Sabrina. Ebenfalls zu Halloween, jetzt auf Amazon Prime.
damals ziemlich lustige Deutschkomödie, mittlerweile was sehr, sehr Gruseliges. Zwei Supernasen tanken super. Hm. Kann ich nur empfehlen. Ja, und wenn ihr dann noch lebt, dann schaltet doch bei der nächsten Folge von Fürnüsse mit Dirk und Klaus wieder ein. Ihr findet uns auf YouTube beispielsweise, Fürnüsse mit Dirk und Klaus. Das hat er ja schon fast gesagt. Oder aber auf iTunes oder auf Podcast Addict oder auf Stitcher neuerdings. Obwohl neuerdings. Nicht Snitcher. Und auch nicht The Stitchhiker's Guide to the Galaxy. Ne? Für alle A7-Freunde draußen. Wolke A7, unser Fernfahrerhotel. 20% Rabatt für alle Dirk 2000-Anhänger. Ja. All-You-Can-Eat-Buffet an den Glory Holes. Warme Fernfahrer-Thermoskannen. Also wenn hier jetzt noch jemand, ich frage mich sowieso, wer immer noch zuhört jetzt am Ende, wenn man schon in unsere Atmod geht, aber ihr verpasst was. Wirklich. Also, für Nüsse. Wisst ihr ja nicht, weil ihr nicht mehr zuhört, aber ihr hättet was verpasst. Ja, für nüsse@gmail.com, da könnt ihr auch eure Lieblingsspeisen für die A7-Wolke abgeben. Genau, für nüsse mit gmail.com. Oder @für nüssepod auf Twitter oder für nüssepod.com. Ja. Habt eine gute Woche, Nüsschen, ne? Bleibt Nüsse.